Hey everybody, Mikey G hier, Mike, und willkommen zurück zu Feuer um Mitternacht. Ja, Freunde, das letzte Mal war ein bisschen seltsam, würde ich sagen. Ja, das ist seltsam, aber eher schwer. Das ist alles. Wie ihr sehen könnt, wir sind jetzt gerade mit Tarian und Kayla unterwegs. Und falls es euch aufgefallen ist, jetzt hier gerade. Ah, wir sind ein bisschen stärker. Ich habe ein kleines bisschen gelevelt. Ich habe beide Level hochgebracht. Und ich habe mich doch dazu entschieden, Kayla ein bisschen was zu geben. Sie ist jetzt etwas stärker. Und hat ein bisschen mehr HP. Und ja, hat ein paar nette, hilfreiche Kommentare im letzten Part gelesen, gerade was die Drachmen angeht. Und die Höhlenmotten, Fledermaus, Tiergeviecher, Rhinos und so weiter. Vielen Dank nochmal. Das hat tatsächlich gerade beim Leveln auch geholfen. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir rein in die Höhle und verprügeln diese Drachmen, damit wir endlich wissen, was Tarian da eigentlich klauen will. Ach ja, übrigens, unser Vorrat geht zur Neige. Wir haben nur noch 10 Kastanien. Aber ich bin auf ein neues Mittel umgestiegen. Ich bin jetzt voll auf Honig, Alter. Das knallt voll. Mach Platz. Nein! Ich will doch nicht mehr gegen euch kämpfen. Ich hab doch genug zu tun schon. Oh Mann. So. Und so. Lasst mich alle in Ruhe. Ja, geht doch. Das ist immer noch unfassbar, wie die Viecher hier abgehen. Okay. Nö. Du greifst so an. Kayla, die haut drauf. Denn der Schaden ist auch nicht ohne. Wunderbar. So, drauf. Komm schon. Komm schon. Yes. So muss doch eine Folge anfangen, Freunde. Oder einfach mal mit einem überragenden Sieg. Mehr oder weniger überragend. Okay. Was willst du jetzt von mir? Na komm schon. Ich trick's dich aus und dann ist alles gut. Aua. Aua. Wieso funktioniert das nicht? Dann wird der Boden irgendwie unter den Füßen zu heiß. Zack. Dass bei der Hitze überhaupt etwa noch etwas leben kann. Annika, da. Sehr schön. So, ich hoffe, dass das Ganze so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Aber jetzt wird erstmal vollends aufgeheilt. Zack und zack. Und wir knallen uns Honig rein. Eine gute Jahrgang, guter Stoff. So, wunderbar, Freunde. Und rein da. Ja, tu es. Do it. Ich habe ein Déjà-vu. Ich glaube, wir waren hier schon einmal. Kann das sein? Ich glaube schon. Oh, da sind Drachenstatuen. Die habe ich nicht bemerkt, als ich gerade diesen riesen Sockel hochgelaufen bin. Sie da unten, das ist ein super Versteck. Das möchte ich aber zu bezweifeln wagen. Aber wenn ich die jetzt rausnehme, dann sehen sie nichts mehr. Okay, ich bin mal gespannt, ob mir das jetzt etwas bringt, dadurch, dass ich die beiden hier etwas gepusht habe. Okay. Erstmal eine Runde Aufputschmittel für Tarian. Und Kayla bekommt noch einen Boost. Boah, die haben so starke Angriffe. Oh Mann. Okay, mir wurde gesagt, ich solle Reflex anwenden wie ein Wahnsinniger. Und du heilst dich mal. Boah, das ist abartig. Das ist echt abartig, wie die reinhauen. Und ich muss jetzt jedes Mal eine Kastanie nehmen. Jedes Mal. Damit ich das machen kann. Okay, versuchen wir mal das hier. Oh, auch nicht schlecht. Oh Mann. Was ist das denn? Okay, ganz ruhig bleiben. Das kriegen wir schon hin, Mikey. Oh Gott, stirb doch endlich. Okay, wir müssen uns einmal schützen. Oh, vielleicht, ich glaube, das ist noch nicht so gut. Das ist jetzt wohl wieder nicht wahr! Okay, Moment. Moment. Das da. Zack. Gut, dann können sie Tarian nicht angreifen. Das ist immer das Gleiche. Okay. Das. Und jetzt habe ich nur noch das hier. Okay, komm schon. Okay, normaler Angriff. Wir haben noch eine Chance. Jetzt aber! Tu endlich was! So. Oh Gott, wer weiß, ob das gut geht, Freunde. Ich sehe. Oh, Wahnsinn. Einer ist down. Endlich!
Endlich! Okay, Kastanie für dich. Ich hoffe, sie überlebt das. Spalt drauf. Oh, sehr schön. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh. Okay, okay, okay. Darin greif an. Und du heilst dich. Okay? Sehr gut. Der Plan geht auf. Nicht scheint mal was zu funktionieren hier. Das ist der absolute Wahnsinn, Freunde. Alles oder nix. Komm schon. Yes! Yes! Mm! Ah, beim ersten Versuch. Vielen Dank nochmal an die Tipps, Leute. Ihr seid super. Und aufgestiegen, das werde ich auch schwer hoffen. Also langsam wirst du mir unheimlich. Woher wussest du denn, dass diese beiden steinernen Drachen lebendig werden? Berufsgeheimnis. Komm schon, lass uns jetzt endlich von hier verschwinden. Ich muss damit dringend zum Tempelorden. Oh. Mein Kopf, so viel gesoffen wieder. Was für ein seltsamer Traum. Ich denke, ich sollte aufhören, mir so viele Gedanken über meine Vergangenheit zu machen. Schätze, es wird Zeit, nach Anise aufzubrechen. Und zwar ohne diese Quälgeister. Ach da. Was ist denn los mit dir? Boah, schön Level 22. Da, du weißt doch ganz genau, dass du alleine so ein kleines bisschen abstinkst, ne? So ein bisschen. Oh Mann. Das kann ja was werden, Freunde. Aber ich würde sagen, wir gucken trotzdem mal nach den beiden. Hey, war es für dich auch so schön? Ja, für mich auch nicht. Wir gucken trotzdem mal nach den beiden anderen, würde ich sagen. Und gehen vor allem einkaufen, aber richtig jetzt. Okay, Orientierungssinn, wo bist du? Wo bist du, Orientierungssinn? Ich muss zu einem Geschäftshaus! War das das hier? Nee, das war der Waffenladen, richtig? Waffenladen! Yep. Und was war hier drin? Wo hast du aber nichts zu suchen? Da. Ich schwöre bei Gott. Ich schwöre bei Gott, wenn du jetzt nicht in den Potionladen rein willst. Mach ich Randale. Dankeschön. So. Ach stimmt, wir können nur blaue kaufen. Aber wir brauchen Kastanien. Wir können kaufen. Das ist zu viel. Zu viel Geld. Okay, 20 Stück. Was haben wir denn hier noch Schönes? Immer noch ein Seil. Oh, Freunde, das ist alles so teuer. Das ist alles so teuer. Wir haben so wenig Geld. Wir brauchen wieder irgendwo ein bisschen mehr Geld her. Okay, ich kaufe keine blauen Arnikas. Erst wenn das jetzt die einzigste Option ist und wir nichts mehr anderes kaufen können, dann kaufe ich blaue Arnikas. So, und jetzt... Moment mal, du standst vorhin nicht alleine rum, oder? Hello. Nicht jetzt. Ich darf den Eingang nicht aus den Augen lassen. Wieso? Was ist denn da? Ne? Was ist denn da? Was ist da? Sag's mir! Los, verrat es uns! Verrat uns deine Geheimnisse! Okay, Freunde, ich würde sagen, das schauen wir gleich, weil ich will trotzdem wirklich erstmal noch zu Kayla und Laura, um zu sehen, ob da nicht doch noch irgendetwas ist, das uns interessieren könnte. Oh, hat der Essladen auch wieder Hunger? Und schon sind weniger Leute hier. Das Leben wird immer dramatischer. Da hilft nur ein Schluck Rum und schon ist die Welt wieder im Lot. Hehe. Du hast dich ganz anders an auf einmal, Kumpel. Willst du den neuesten Draht hören? Dann bist du bei mir garantiert an der falschen Stelle. Ich habe keine Ahnung, warum meine Gäste es plötzlich so eilig hatten, hier zu verschwinden. Oh. Das ist echt seltsam, Freunde. Man sieht hier wirklich weniger Leute auf einmal. Aber warum? Wo sind die hin? Da, 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 da. So wunderschöne Musik. Können wir da rein? Vermutlich nicht. Los da! Sei ein Mann! Sei ein Mann und stell dich der bösen, finsteren Kanama. So. Ich habe nicht vor, mich noch länger mit diesen Weibern zu beschäftigen. Ach, mein Freund, du wirst immer sehr, sehr einsam bleiben, glaube ich, wenn du so weiter denkst. Aber gut, jedem das Seine. So. Diese Teleports, die machen mich noch fertig. Wie so manches in diesem Game, aber dennoch liebe ich es. Das hatten wir ja letztens schon, Freunde, darüber zu diskutieren. Aber gut.
Bevor wir mit denen reden. Um an die Frage anzuknüpfen vom letzten Mal, gibt es noch andere Spiele, die vielleicht das Ganze in euch aufkochen lassen? Hassliebe sozusagen. Ihr liebt Teile, aber hasst andere dafür, aber ihr spielt das Game trotzdem so gern. Schreibt's mal in die Kommentare, lasst uns diskutieren. Die Welt wird immer grausamer. Wem sagst du das? An einer Stelle würde ich etwas bis in die Situation beruhigt haben. Welche Situation? Hast du es denn nicht gehört? Da wurde ihr gesichtet. Tatsächlich! wer sagt denn sowas? Ich weiß auch nicht. Na, wenn ich es dir sage, er hat gestern einen ganzen Trupp Soldaten des Königs ermordet. Moment. Da war ich doch da zum Geist. Guck doch mal den Unterleib von da an, das sieht irgendwie transparent aus. Was? Das kann doch gar nicht sein. Wie kann ich dir doch sagen? Ein Überlebender hat mir von der grausamen Tat berichtet. Er befindet sich gerade in der Obhut der Kräuterhexe, die außerhalb der Stadt lebt. Verflucht. Dem muss ich unbedingt nachgehen. Der verdammt nochmal wagt es sich, als mich auszugeben. Das ist wirklich eine gute Frage. Hey Freunde, guck mal, der Übergang. Guck mal die Beine von da an. Jetzt. Wieso sind die transparent hier? Das ist echt komisch. Wir sind doch wirklich ein Geist. Wir sind schon von Anfang an tot. Dum, dum, dum. Das große Geheimnis dieses Games. Nein, natürlich nicht, Freunde. Aber da hat völlig recht. Wer zum Kuckuck gibt sich da für uns aus? Es kann ja keiner so awesome sein wie da. Also das hätte doch auffallen müssen, oder? Ich meine, da ist ja absoluter Hammer. Das wissen wir ja schon. Aber wer zum Kuckuck ist jetzt bei Erin? Und ich habe völlig vergessen, wo es da hingeht. Moment. Kräuterhexe außerhalb vom Dorf? Manchmal, das mit Erin war doch in Gandir. Wo zum Kuckuck müssen wir jetzt hin? Moment. Freunde, ich habe gerade echt keinen Plan. Müssen wir jetzt komplett nach Gandir zurück oder was? Ich hoffe nicht. Das hat auch ein bisschen gedauert. Aber, also da oben können wir nicht durch. Können wir das da mitnehmen? Nein, natürlich nicht. Warum so umständliche Lauferei jetzt auf einmal? Na, was soll's. Okay. Also, ich gehe jetzt mal auf den Weg nach Anis. Und jetzt gucken wir mal, was du eigentlich so für Probleme hast. So. Ah, der Kerl ist auch nicht mehr da. Ah, Lysée und Anis. Das wissen wir schon. Oh. Was ist das denn? Grüne Annika, badadada, meins. Meins. Was gibt es hier denn noch Schönes mitzunehmen? Und Bingo. Zwei Kastanien. Oh, Gott sei Dank, wir brauchen das Zeug. Hier sieht's aber auch aus wie in einem Kräutergarten. Richtung Anis ist es jetzt endlich nicht mehr weit. Die muss nur noch dem Feldweg entlang. Aber vorher gehen wir da rein. Wieso sollte ich... Entschuldigt mich für einen kurzen Moment. Okay, meinem Kopf geht's gut. Der Tischplatte nicht so, aber meinem Kopf geht's gut. Nimm das mit. Leer. Super. Der Kerl macht mich wahnsinnig. Wo ist er? Wo ist er denn hier? Oh Gott, was ist denn hier gelandet? Handelt sich wohl um eine Feldbeschreibung, die in der Vergangenheit in verschiedenen Zonen unterteilt wurden. Ja, das ist auch eine schöne Musik hier. Ohne Witz, der Kerl treibt mich in den Wahnsinn. Warum sollte ich da reingehen? Weil wir da sind, wir müssen das nicht holen, wir wissen alles. Hier lag ein Florunz. Florunz, Florans. Wahnsinn. Oh Gott. Ein Zeichen der Götter. Oder vielleicht einfach nur die Natur selbst. Ja, natürlich weiß man wieder nicht, was da lag. Ich vermute, es war wieder eine Juckfrucht. Und Annika. Da. So. Okay, das ist ein Rundgang jetzt gewesen. War wofür? Ah, damit ein bisschen Gegenstände einsacken wahrscheinlich. Okay, wo sind wir hier? Nach Anis geht es immer diesen Pfad entlang. Ich dachte, wir wollten gucken, was da mit deinem Doppelgänger ist. Ein Brunnen, der ist etwas ausgetrocknet. Hier hat es heute Nacht nicht geregnet. Nein, natürlich nicht. Ah, die Teleports. Ich will looten. Okay.
Willst du da rein, da? Da oben ist eine Annika, die brauchen wir. Falsche Seite. Wieso sollte ich da rein? Ich weiß es nicht da. Ich weiß nicht, warum du da rein solltest. Vielleicht, weil das hier ein RPG ist und man gerne entdeckt. Vielleicht. Anscheinend doch nicht. Ja, dieser Kristall hält die Erdgeister fern. Macht des blauen Kristalles. Ja, ich weiß. Wissen wir da. Okay. So, große Straße. Hier geht es in Richtung der See. Dort würde ich als letztes hingehen. Ich bin ja schließlich nicht lebensmüde. Ja, das scheint wohl die Festung der Krieger, der Jäger zu sein. Ja, aber wo können wir hin? Nach oben? Können wir. Hier sieht's echt seltsam aus, Freunde. Das muss ich echt mal sagen. Soweit ich es bemerkt habe, führt diese Straße nach Rüsee. Es wäre töricht, für mich diesen Weg einzuschlagen. Das kann ich mir vorstellen, aber ich will da trotzdem hin. Ich will sehen, wie die Festung aussieht. Ich mag Burgen. Mögt ihr Burgen, Freunde? Schreibt's mir in die Kommentare runter. Ich hab mal, als wir in Österreich waren, war das Österreich, ich glaube ja, aus der Rückfahrt Schloss Neuschwanstein gesehen. Das sieht verdammt eindrucksvoll aus von aus dem Hügel, ey. Wahnsinn. Wo auch immer dieser Weg hinführt, das ist der falsche. Ja, also du kennst dich ja super aus. Oder so. Speichern. Warum muss der Kerl immer allein durch die Gegend rennen? Oh, scheint jemand zu Hause zu sein. Ich dachte, dich interessiert sowieso nicht, wer hier so wohnt. Was auch immer. So. So, Toto. Hier hat nix. Kann man das mitnehmen? Nein. Offensichtlich nicht. Und deswegen gehen wir einfach weiter. Das Gras ist zu hart. Ich komme nicht weiter. So. Wow. Was bei allen Winden der Meere ist denn hier los? Scheint niemand hier zu sein. Irgendetwas stimmt hier ganz und gar nicht. Mich beschleicht ein merkwürdiges Gefühl. Ja, und der Speicherpunkt vorhin, der scheint mir auch nicht zu gefallen. Jetzt sind wir wieder dran mit Exploring, Freunde. Wo sind wir hier? Ist das Anis? Huh. Zweimal Serum. Das bedeutet wohl, dass wir diesen Gegenstand vielleicht benutzen müssen bald. Ich hoffe nicht. Okay. Jetzt bist du endlich wieder auf Entdeckertrip. Finde ich super. Finde ich super da. Alle mal Applaus für da. Ganz toll. Okay. Bingo. Oh, endlich ein bisschen Kohle, ey. Auch wenn es in Relation gesehen nicht viel ist, weil Kastanien 100 kosten. Ein Brotmesser. Das will ich mitnehmen. Nein? Okay. Wir werden schön viele Kunden hier blauen, Freunde. Ja, das scheint Anis zu sein. Aber was geht hier vor? Das ist wirklich strange. Oh, schöne Windmühle. Ich fühle mich gerade so ein bisschen erinnert an einen Teil von meinem Lieblings-Action-Adventure, Terranigma. Da gibt es einen Abschnitt. Mitten, irgendwann relativ in der Mitte. Da ist man in der Stadt, ich glaube, ist es Teheran, so wie die Stadt in östlichen Welt. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall alles schön gemütliche Stadt. Aber in der Nacht sieht alles anders aus. Etwas verlassener, etwas toter. Und genau so fühlt sich das hier gerade an, Freunde. Und das waren in meiner Kindheit keine schönen Erinnerungen. Was soll ich denn da? So machen wir jetzt nicht weiter. Du willst herauskriegen, was hier ist. Und wir wollen das auch. Und dazu müssen wir die verdammte Stadt betreten. Gehen wir hier rein. Ist das ja schon so großzügig offen? Okay. Oh, was ist das? Okay, an der Schnur hing Geld. Das finde ich gut. Super. Ha. Das ist echt komisch, Freunde. Ich meine, die ganzen Erdgeister greifen hier alles an. Hier liegt ein Buch über Kochrezepte. Sehen verlockend aus, aber ich habe jetzt keine Zeit dafür. Buch über Kochrezepte, keine Zeit zum Kochen. Na, es ist nicht wirklich die günstigste Zeit, um ans Kochen zu denken, mein Freund. Die ganzen Erdgeister greifen an, die Kristalle bringen nichts mehr, die Leute hauen ab und jetzt ist auch noch, ich denke mal, wir sind in Anis, völlig vereinsamt. Aber warum? Was ist hier los?
Und genau das, meine lieben Freunde, erfahren wir in der nächsten Folge von Feuer um Mitternacht. Bis dahin, rock your life, everybody. Cheerio. Und nochmal, weil es so schön war. Autsch.